Es war einmal ein heranwachsendes Mädchen in einer kleinen Siedlung bei Meidenburg. An einem sonnigen Herbstmorgen befand sie sich noch in ihrem Schlafgemach. Die Sonne schien durch das kleine, holzumrahmte Fenster. Rotkäppchen, na los! Raus aus den Federn, mein Engel! Ja, natürlich. Ich bin gleich da. Der Kopf steht gleich dort drüben auf dem Esstisch. Gut, ich mach mich dann auf den Weg. Bis dann, Mutter. Bis bald, mein Kind. Grüß Großmutter lieb von mir. Ja, mach ich. Auf Wiedersehen. So begab sich das Mädchen auf die weite Reise zum Haus der Großmutter. Auf dem Weg befand sie sich in träumerischen Gedanken. Wie oft hatte sie schon diesen Pfad bewandert und nichts hatte sich in all den Jahren verändert. Alles wirkte so friedlich und harmonisch. Für einen Moment schien alles um sie herum unwichtig zu sein. Auf einer Lichtung entdeckte sie zwischen einem Gebilde von Sträuchern und Kräutern ein paar seltsame Gewächse. Rotkäppchen selbst hörte schon viel von spirituellen Erfahrungen durch den Genuss solch wundersamer Gewächse. Doch ihr Zögern löste sich schnell, denn ihre Neugier überredete sie, ein Bissen zu versuchen. Die Wahnvorstellungen nahmen ihren Lauf, doch Rotkäppchen kam langsam wieder zu Bewusstsein. Alles, was Rotkäppchen erlebt hatte, war nur Schein und Trug. Das tragische Unglück hatte sie durch ihre eigene Leichtsinnigkeit verursacht.